wunderschönen guten Abend in die Runde. Einen wunderschönen guten Abend zu Faszination Astronomie. Heute Abend begrüße ich Sie, René Heller, aus Göttingen. René Heller, also der Name. Ich bin Wissenschaftler für die Plato-Mission hier in Göttingen am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung. Und mit der Plato-Mission, die 2026 startet, wollen wir Planeten um andere Sterne finden, sogenannte extrasolare Planeten. Meine eigene Vorliebe gilt dabei aber nicht unbedingt den Planeten, also nicht nur, sondern den Monden, den möglichen Monden um diese extrasolaren Planeten, also extrasolare Monde, wenn man so möchte, Exomonde. Solche Monde hat man bisher noch nicht gefunden. Die einzigen Monde, die man kennt, sind die im Sonnensystem. Und davon dann auch gleich ganz schön viele. Über 200 bei gerade mal 8 Planeten. Hingegen kennen wir Tausende von Exoplaneten, aber noch keinen Mond. Und daran forsche ich unter anderem, interessiere mich also für die Möglichkeit, Monde um andere Planeten zu finden. Hier auf der Startfolie, wie Sie vielleicht sehen können, gibt es 4 kurze Filme, die immer in der Schleife laufen. Links oben sehen wir Io, ein Mond des Jupiters, den wir nachher auch nochmal uns ein bisschen genauer anschauen. In der Mitte oben sehen wir auch ein Video, keine Animation, ein echtes Video aufgenommen von der Juno-Sonde, als sie sich vor einigen Jahren dem Planeten Jupiter näherte und dabei auch dieses Mini-Sonnensystem, wenn man so möchte, der galileischen Monde, also der 4 großen Jupiter-Monde, dabei auch filmte, was ich sehr faszinierend finde, also passend für den Titel, faszinierende Astronomie. Und unten in der Mitte sehen wir auch echte Aufnahmen von Menschen auf der Mondoberfläche, wie sie da mit einem Rover Anfang der 70er Jahre rumgefahren sind. Und rechts oben ist kein Film, sondern also kein Videofilm, sondern es ist eine Animation. Und das ist so die Verbindung mit der Forschung, die ich betreibe. Wir simulieren nämlich die Transits, also die Passagen von Exoplaneten mit Monden, das ist dieser kleine Punkt, den man da jetzt in der Mitte ungefähr von diesem Stern sieht, vor deren gemeinsamen Mutterstern und suchen also in den Lichtkurven von Sternen nach Exomonden. Okay, so viel zu meiner Verbindung zum Thema Monde überhaupt. Und heute erzählen wir mal etwas über die Monde im Sonnensystem. Ich hoffe, jetzt kann man etwas sehen. Man sollte jetzt die große Sonne sehen, diesen riesengroßen Gasball, und davor die Planeten, also insbesondere hier riesengroß, den Jupiter und dann den Saturn, Uranus und Neptun. Das sind die großen Gasplaneten und zwar im Vergleich zur Sonne. Und links unten auf der Folie sieht man die terrestrischen Planeten, also die erdähnlichen Planeten. Ganz links sehen wir Merkur, dann Venus, die Erde. Und die Erde hat so eine klitzekleine Murmel daneben. Das ist natürlich der Erdmond, dann Mars, Jupiter, Saturn und so weiter. Nach rechts hier sind wir sozusagen in den Außenbezirken des Sonnensystems. So bekommen wir einmal eine Idee von den Maßstäben des Sonnensystems. Und wir sehen, die Sonne ist riesig, hat ja auch 99,8% der gesamten Masse im Sonnensystem. Die Gasplaneten sind klein im Vergleich zur Sonne, aber riesig im Vergleich zur Erde. Ne, Jupiter 10-mal so groß wie die Erde, die Sonne 10-mal so groß wie Jupiter. Und der Erdmond, wie wir sehen, ist sehr klein. Und die anderen Monde sind kaum zu sehen in dieser Darstellung hier. Also das, worüber wir heute reden, ist skalenmäßig winzig. Allerdings im Sinne von Zahlen, also in Einheiten, in Nummern, in Anzahl, sind die Monde also sehr vielseitig, wenn man so möchte. Es gibt nämlich derzeit 207 bekannte Monde um die Planeten. Hier habe ich die mal aufgetragen. Wir sehen nochmal das Sonnensystem mit den Planeten. Pluto ist also nicht dabei. Und wir zählen einen Mond um die Erde, 2 um Mars, 80 um Jupiter, 83 um Saturn, 27 um Uranus und 14 um Neptun. Pluto also, der nicht dabei ist, hat ja selber auch nochmal 5 Monde. Ne? Es gibt überhaupt also auch Monde um Objekte, die nicht unbedingt Planeten sind. Also zum Beispiel um Zwergplaneten und sogar Asteroiden haben Monde. Man spricht dann manchmal nicht von Monden, sondern von Moonlets, also Mündchen, wenn man so möchte, auf Deutsch übersetzt. Okay, also so viel erstmal zu der Anzahl der Monde. Und jetzt schaffen wir es natürlich heute nicht, 207 Monde uns im Detail anzugucken. Wir können nur von innen nach außen sozusagen durch das Sonnensystem fliegen und so Licht
Lichtkegel werfen, also uns ein paar Objekte rauspicken, die besonders interessant sind, um mal eine Idee von der Vielseitigkeit der Monde zu bekommen. Lassen wir mal die ganzen Planeten sozusagen jetzt ein bisschen außen vor, so weitestgehend, und konzentrieren wir uns mal auf die größten Monde. So, und die habe ich hier mal aufgetragen. Und im Vergleich dazu sind die kleinsten Planeten auch nochmal dabei. Die habe ich hier gekennzeichnet mit Pfeilen, so weißen Pfeilen, die nach oben zeigen. Die zeigen jeweils auf Planeten. Erde, Venus, Mars und Merkur, die kleinsten Planeten. Und dann sehen wir hier schon, dass Ganymed und Titan, die sind so unten in der Mitte, dass die größer sind als der kleinste Planet, Merkur. Im Übrigen ist Merkur aber schwerer als Titan und Ganymed. Wie kann das sein, wenn Titan und Ganymed ja größer sind? Naja, die haben eine geringere Dichte. Also die bestehen jeweils zur Hälfte ungefähr aus Wasser oder Wassereis. Und Merkur hingegen besteht zu einem Großteil aus Eisen. Der hat einen sehr großen Eisenkern. Bedeutet, ja, Eisen ist halt viel dichter als Wasser, ne? Ungefähr 7-mal so dicht. Und deswegen kann Merkur in einem kleineren Volumen insgesamt mehr Masse haben als Titan. Und dann sehen wir hier, Callisto ist ungefähr so, genauso groß wie Merkur. Io auch fast so. Ne? Also das heißt, wir haben einige Monde, die durchaus sozusagen Planetenstatus oder Planetenrang hätten, wenn sie nicht selber um einen Planeten, in dem Fall sind es Jupiter und Saturn, kreisen würden. Okay, begeben wir uns mal auf eine Reise vom inneren Sonnensystem nach draußen. Und links oben werde ich hier immer mal anzeigen, in welcher Entfernung von der Sonne wir uns gerade befinden. AU steht für Astronomical Unit, also astronomische Einheit. Das ist der mittlere Abstand zwischen Sonne und Erde. Und weil Merkur und Venus keine Monde haben, fangen wir also bei der Erde an, beim Erdmond. Und der Erdmond ist auch der einzige überhaupt astronomische Körper, auf den Menschen neben der Erde ihren Fuß gesetzt haben. Ja, Ende der 60er Jahre zum ersten Mal. Und da entstand auch, übrigens ein Jahr bevor die Menschen auf dem Mond landen würden, bei der ersten Umrundung des Mondes mit Menschen an Bord, dieses berühmte Foto hier. Es wird dann später, wurde es genannt, Earthrise, also Erdaufgang. Und es ist eben dieser Kontrast hier zwischen dieser trostlosen, öden, kargen, toten Mondwüste, wenn man so möchte, und diesem Juwel, dieser blauen Perle, wenn man so möchte, oder Murmel, die im Weltall praktisch frei schwebt, auf der alles passiert, was wir in unserem Alltag halt erleben. Alle Menschen, die wir kennen, sind auf dieser Murmel, und hier sieht sie halt so winzig klein aus, so ungeschützt eigentlich, ne? Die Atmosphäre ist so dünn, man kann sie nicht mal hier wahrnehmen. Deswegen also ein faszinierendes Foto. Dieser kleine Videomitschnitt, den hatte ich vorhin schon mal gezeigt, auf der Einstiegsfolie sehen wir tatsächlich einen Astronauten, der halt auf dem Mond wirklich mit dem Rover rumfährt. Und dieser Rover, der war halt batteriegetrieben, ne? Benzin verbrennt nicht, weil es ja keinen Sauerstoff gibt. Müsste man halt Sauerstoff mitführen, ist zu kompliziert. Deswegen fährt er einfach mit einer Batterie. Wog damals 200 Kilogramm ungefähr, ein Zweisitzer, also zwei Astronauten konnten fahren. Und zum damaligen Marktpreis von 38 Millionen Dollar wurde er konstruiert, war der zu haben. Das war ungefähr Weihnachten 1972, dass dieses echte Video aufgenommen wurde. Ist übrigens auch in Echtzeit abgespielt, auch wenn es teilweise ein bisschen aussieht, als ob es Zeitlupe ist. Liegt daran, dass die Oberflächengravitation auf dem Mond nur ungefähr ein Sechstel des Wertes auf der Erde ist. Wo also, wenn man was hochschmeißt, es dauert halt länger, ist der Parabel folgt und dann irgendwann wieder landet. Ohne Luftwiderstand natürlich. Okay, der Mond. Nicht nur interessant, also allein aus raumfahrerischen Gründen her, sondern auch, weil wir dem Objekt so nah sind, können wir Proben von da zur Erde zurückbringen, die im Labor untersuchen, und konnten halt rausfinden, dass der Mond im Prinzip aus dem sehr ähnlichen, fast gleichen Material besteht wie die Erde und praktisch das gleiche Alter hat. So ungefähr 65 Millionen Jahre nach Entstehung der Sonne ist der Mond wahrscheinlich entstanden, zusammen mit der Erde oder mit der Proto-Erde, wie ich es jetzt hier mal nenne. Und wir sehen jetzt hier eine Animation, also eine Computersimulation, die vor ungefähr 10 Jahren präsentiert wurde, ausgearbeitet wurde von Robin Canoop, also einer Professorin. Und in dieser Simulation sehen wir gleich, dass dieser Impaktor, das ist das etwas kleinere Objekt da rechts,
dieses Mars-große Objekt auf die Protoerde trifft. Es wird sich sehr schnell bewegen. Man kann wissen, das ganze Video dauert ungefähr einige Tage, vielleicht eine Woche oder so. Aber es ist jetzt gestaucht auf vielleicht eine Minute. Und rote Farben bedeuten hohe Temperaturen und blau kühl. Also kurz vor dem Aufschlag, so wie jetzt, ist es halt kühl, logisch. Und bei dem Aufschlag passiert dann Folgendes. Boom. Durch die Reibung, durch die Einschlaghitze wird halt, also kinetische Bewegungsenergie, wenn man so möchte, in ja, Reibung und innere Energie umgewandelt, dann wird das Ding halt heiß. Ne? Also die Erde, die Erdoberfläche wurde halt komplett geschmolzen und das Auswurfmaterial hat sich dann in einer Scheibe um die Erde gesammelt, wie wir hier sehen. Und diese Scheibe hat dann Klumpen gebildet und innerhalb nur weniger Monate und Jahre, also Jahre nach heutigem Maßstab und Monate nach heutigem Maßstab, haben sich dann aus den Überresten, hat sich ein Objekt gebildet, was wir heute als Mond bezeichnen. Das ging also relativ schnell eigentlich, dass der Mond sich gebildet hat. Also hier ein Beispiel dafür, wie Monde entstehen können. Der Erdmond ist in einer Entfernung von ungefähr 4 Erdradien zur Erde entstanden. Zum Vergleich, heute ist er ungefähr bei etwas mehr als 60 Erdradien. Also er war, was ist das, 15 Mal so nah ungefähr. Das bedeutet auch, ganz zu Anfang war der Mond riesig. Hätte man ihn, also von der Erde aus gesehen, hätte man ihn überhaupt sehen können. Also Leben auf der Erde war ja gar nicht möglich. Also der Mond, der frühe Mond war riesig, hat wahrscheinlich starke Gezeitenkräfte auf die frühe Erde ausgeübt und dann riesengroße Gezeitenwellen auch erzeugt, die theoretisch, wenn es schon flüssiges Wasser in großen Mengen gab, mehrere hundert Meter hoch gewesen sein müssen für Millionen von Jahren. Vorausgesetzt, es gab so früh überhaupt flüssiges Wasser. So viel zum Erdmond. Gehen wir weiter nach draußen im Sonnensystem zum Mars. Der ist bei 1,5 astronomischen Einheiten. Mars hat 2 Monde. Die Monde allerdings sind viel kleiner als der Erdmond. Und die beiden Monde, die sind jetzt mal hier im Maßstab, maßstabsgetreu auch zueinander dargestellt, die sind halt nur 25 und 13 Kilometer so im Schnitt halt groß. Man kann es gar nicht genau, also befassen, beziffern, weil es halt keine Kugeln sind. Die sind nicht im sogenannten hydrostatischen Gleichgewicht. Die Gravitation ist nicht stark genug, sie in eine Kugel zu pressen. So, das sind halt mehr so Kartoffelmonde, wenn man so möchte. Ja. Und die heißen Phobos und Deimos. Die haben auch eine sehr interessante Konstellation in ihrem Orbit. Phobos nämlich ist innerhalb des sogenannten Co-Rotationsradius des Mars. Auf der Erde würden wir sagen geostationärer Orbit. Da müsste man jetzt sagen Mars-stationärer Orbit. Also Phobos ist näher als dieser kritische Radius dem Mars. Das bedeutet, die Gezeiten, die Phobos auf den Mars ausübt, bewirken, dass der Phobos den Mars in seiner Rotation beschleunigt. Minimal, also über Millionen von Jahren, vielleicht eine Sekunde oder so. Ganz minimal. Aber dabei wird so viel Drehimpuls von dem Mondorbit auf die Rotation des Mars übertragen, dass der Phobos langsam auf den Mars zuspiralisiert. Und Berechnungen zeigen, dass der Phobos in ungefähr 40 Millionen Jahren auf den Mars knallen wird, wenn er nicht vorher von Gezeitenkräften zerrissen wird. Deimos hingegen ist außerhalb vom Korotationsradius. Also Mars überträgt mit seinen Gezeiten Drehimpuls auf Deimos und schiebt den Deimos raus. Interessant, oder? Also Phobos fliegt gerade rein und Deimos fliegt gerade raus. Darüber, wie diese Monde entstanden sind, also da streiten sich die Gelehrten. Eine Theorie besagt, dass die eigentlich eingefangene Asteroiden sind, also gar nicht zusammen mit dem Mars entstanden sind, sondern separat eingefangen wurden. Eine andere Theorie sagt, das ist auch Ausschlag, nicht Ausschlag, sondern Einschlagüberreste sind, also Ausschlagüberreste, was soll das überhaupt sein? Also Einschlagüberreste, ähnlich wie der Erdmond, die zusammen mit dem Mars oder nach einem großen Einschlag auf dem Mars entstanden sind. Ja, für beide Theorien gibt es Argumente, haben wir jetzt nicht die Zeit, das auszuführen. Wenn wir uns den Phobos mal ein bisschen näher angucken, ich finde den faszinierend, weil auch dieses Foto so fasziniert ist. Das ist erst ungefähr 10 Jahre alt, vom Mars Reconnaissance Orbiter. Der hat solche interessanten Furchen auf seiner Oberfläche. Und eine Theorie ist, dass, weil der Phobos sich ja so dreht, dass wenn immer ein kleines Objekt, also so eine Art Meteorit oder so, auf dem Phobos landet, dass das noch eine Zeit lang so weiterhüpft und dann so eine Furche halt zieht.
Andere Theorie ist, dass Gezeitenkräfte vom Mars auf Phobos diese Furchen, diese Rillen halt über Millionen von Jahren in den Phobos so reingraben. Und zum Vergleich, also ich habe das jetzt per Hand mal eingetragen, ich habe mal diesen Krater ausgemessen, die Fläche von Heidelberg, bei Wikipedia nachgeguckt und mir das irgendwie als Ellipse ausgerechnet und dann halt so eine große und kleine Halbachse reingezogen. Also das ist ungefähr die Fläche von Heidelberg im Vergleich zu diesem jetzt wahllos ausgewählten Einschlagkrater, einfach um mal eine Idee zu geben. Okay, jetzt waren wir bei 1,5 astronomischen Einheiten, bewegen uns weiter nach draußen. Jetzt kommen Jupiters Monde, ne? Also dieses eigene kleine Mini-Sonnensystem, wenn man so möchte. Die waren halt für die Philosophie und überhaupt für die Wissenschaftsgeschichte total wichtig, denn sie haben unter anderem, also ihre Entdeckung hat unter anderem dazu geführt, dass das geozentrische Weltbild, das ja auf Ptolemäus und Aristoteles zurückgeht, dann also umgestürzt wurde. Da waren natürlich noch andere Entdeckungen, die eine Rolle spielten, wie Tycho Brahes Entdeckung der Supernova 1572 oder ja, die Entdeckung der Keplerschen Gesetze, die halt die Planetenbewegung im Sonnensystem besser erklären konnten als so ein geozentrisches Weltbild. Aber wie auch immer, das war halt eine entscheidende Beobachtung, die Galilei gemacht hat. Übrigens in der gleichen Zeit hat er auch das Fernrohr auf die Venus gerichtet und gesehen, dass die Venus Phasen hat. Ließ sich auch nicht mit dem geozentrischen Weltbild vereinbaren. Hier sehen wir jetzt Jupiter. Jupiter hat auch eine Phase. Wir sehen hier so eine Sichel. Ist ja halb Jupiter, wenn man so möchte. Und das können wir von der Erde aus gar nicht sehen, weil ja Jupiter ein äußerer Planet ist. Wir gucken immer auf eine Seite von, also auf eine Hemisphäre von Jupiter, die beschienen ist von der Sonne. Wir können nicht von der Seite auf Jupiter gucken. Deswegen wissen wir schon von hier aus, entweder dass es eine Animation ist, ist es aber nicht, oder, und das ist es, eine Filmaufnahme von einer Raumsonde, von einem ganz anderen Winkel, als wir ihn jemals haben können. Und das ist auch hier der Fall. Also von der Juno-Sonde wurde dieses Video aufgenommen im Jahr 2016 über ungefähr 2 Wochen hinweg. Und da sehen wir die 4 großen Monde, die also Galilei entdeckt hat und die nach ihm heute die Galileischen Monde entdeckt werden. Ich mache mal kurz auf Pause in diesem Video und spule das Ganze nochmal zurück. Und spulen wir ein bisschen vor. Da sehen wir zum einen, dass Jupiter immer größer wird. Da sehen wir das. Ja, jetzt sehen wir es ungefähr, ne? So, wenn ich nochmal zurückgehe, ist Jupiter kleiner, weil Juno tatsächlich im Anflug war. Was wir noch sehen, ganz interessant, die Monde, die jetzt links sind, also wir haben Io, Europa, Ganymed und Callisto, die verschwinden manchmal, wenn sie links sind. Zum Beispiel, ich glaube, Io verschwindet gleich. Da, zack. Vor, zurück, vor, zurück. Io verschwindet. Warum? Die ist im Schatten. Ne, die Sonne ist ja rechts in dieser Darstellung und links ist ein Schatten, den wir nicht sehen können, aber Io verschwindet jetzt im Schatten, wird nicht beschienen. Jetzt gehen wir weiter und jetzt verschwindet, glaube ich, Ganymed da ganz links. Zack. Und tritt wieder aus. Also das ist kein Fehler im Video, sondern es ist tatsächlich so. Zack, zack, zack. Super, ne? Okay, und das sind die galileischen Monde, wenn man sie sich jetzt mal im Detail anguckt, ne? Die sind jetzt sortiert nach in so einer in steigender Entfernung von Jupiter. Jupiter wäre jetzt links. Io, Europa sind eher so felsige Monde, die haben kaum Wasser. Und Ganymed und Callisto bestehen jeweils zur Hälfte aus Wasser, 50%. Sind also Eismonde. Und dazu gibt es auch Theorien, warum das so ist. Daran habe ich selber eine Zeit lang mal geforscht, als ich in Kanada war. Da war ich im Postdoc und habe zusammengearbeitet mit Ralph Pudritz, der sich für die Entstehung von Planeten interessiert und wir haben damals seine Planetenentstehungsmodelle ein bisschen verfeinert, ausgearbeitet und auf Monde angewendet, die in solchen protoplanetaren Scheiben, also in den Scheiben um die Planeten herum, um die Gasplaneten herum, entstehen. Also da sind diese Scheiben, die bestehen aus Gas und Staub in einem bestimmten Verhältnis und der Planet selbst ist ja heiß. Das heißt, der strahlt auf diese Scheibe, die ihn umgibt, sodass die innere Region der Scheibe heiß ist und außen ist sie kalt. Das bedeutet, die inneren Monde können kein Wassereis in ihre Struktur aufbauen, während diese Monde entstehen, also Io, Europa. Hingegen draußen sind die Monde Ganymed und Callisto und während der Planet also altert, das heißt, er ist sehr jung, 1 Million, 2 Millionen Jahre alt, und er leicht abkühlt, wandert diese Region, die nennt man die Eislinie oder Eislein, wandert langsam nach innen. Hinter dieser Linie kann Wasser gefrieren, davor ist es Wasserdampf. Und zur Zeit, wo die Monde entstanden sind, war die Eislinie oder wanderte die Eislinie langsam in eine Region, wo dann eben Ganymed und Callisto außerhalb der Eislinie waren und Wasser
einbauen konnten. Das haben wir 2015 eben veröffentlicht. Ja, einfach um mal ein bisschen zu zeigen, was das eigentlich bedeutet. Also es ist, ich habe gerade eine Abbildung gezeigt mit bunten Farben, aber im Endeffekt müssen wir, ja, einfach um so einen Einblick mal zu zeigen, was wir in Astrophysik eigentlich machen, müssen wir halt viel rechnen. Ja, also wir müssen Gleichungen zusammenfügen. Wir müssen in diesem Fall hier die Temperatur in der Scheibe berechnen. Die setzt sich zusammen aus verschiedenen Energie- oder Energieflussbeiträgen. Zum Beispiel FVis ist der Viscosity. Energiefluss, also eine Art Reibung, die entsteht in der Scheibe, dadurch, dass sich die Scheibe mit verschiedenen Radien in verschiedenen Geschwindigkeiten bewegt, reibt das Gas an sich selber. Dann gibt es einen Akkretionsfluss, weil Materie auf die Scheibe fliegt, wird die Scheibe heiß. Und dann gibt es den Planeten selbst, der strahlt, das ist FP hier, der dritte Beitrag, der Planet selbst bestrahlt die Scheibe. Und dann hat natürlich der umgebende Nebel, der protosolare Nebel, auch eine Hintergrundtemperatur, in der der Planet ja sozusagen mit seinen Monden schwimmt und gibt auch einen Energiebeitrag. Dann muss man das Ganze eben ausrechnen. Wie machen wir das? Wir machen das numerisch, also wir schreiben Computerprogramme. Also wenn ich heute sage, ich bin Astronom oder Astrophysiker, dann bedeutet das eigentlich, ich bin irgendwo zwischen Mathematiker, Physiker und Programmierer. Aber durch Teleskope gucke ich heutzutage nicht. Okay, fliegen wir ein bisschen weiter jetzt. Hier noch ein paar schöne Bilder von Io. Io hat Vulkanismus, wo kommt der Vulkanismus her? Ja, Io ist nicht auf einem perfekt kreisrunden Orbit, sondern auf einem exzentrischen Orbit, weil die anderen Monde an Io ziehen. Und durch diesen Vulkanismus, andersrum, durch diese exzentrischen Orbit, passiert es eben, dass der ganze Körper von Io innerhalb eines Orbits, der dauert nur etwas mehr als einen Tag, der ganze riesengroße Mond wird so durchgewalkt und durch die Reibung entsteht halt dann, also ja, muss halt die Wärme muss raus. Und das passiert unter anderem durch Vulkanismus. Hier ist also ein echter Vulkan zu sehen auf Io, aufgenommen von der Sonde New Horizons, auf ihrem Weg zu Pluto eigentlich, ne? 2007. Die hat im Vorbeiflug diese Kurzanimation aufgenommen. Okay, dann gibt es noch Europa, auch ein faszinierender Mond vom Jupiter. Europa sieht eigentlich aus wie ein Eismond. Ist in Wirklichkeit aber, also man könnte sagen, eigentlich ein Gesteinsmond, der auch ein bisschen Eis drauf hat. Ungefähr 5% Wassereis nur. Andererseits kann man auch sagen, es sind ungefähr 5 Erdozeane viel Wasser auf Europa. Also im Vergleich zur Gesamtmasse von Europa, 5% klingt nicht viel, aber diese Wassermasse ist immer noch viel mehr als die gesamte flüssige Wassermasse auf der Erde, weil Wasser auf der Erde einen noch viel geringeren Stellenwert hat. Scheinbar ja einen großen, auf der Oberfläche 70%, ne? Aber im Gesamtmassenhaushalt ist Wasser auf der Erde eigentlich sehr gering. Okay, und hier haben wir sozusagen den Eismond und es deuten viele Sachen darauf hin, dass unter dieser gefrorenen Oberfläche in Wirklichkeit ein globaler flüssiger Ozean ist, der in Kontakt ist mit dem Mantel, welcher wiederum aus Gestein besteht. So. Und oben ist halt so eine Art Eisdeckel drauf. Das heißt, es kommt wahrscheinlich kein Licht rein. Dieser Eisdeckel ist um die 10 Kilometer ungefähr dicht. Faszinierend ist es von daher, also vor allen Dingen wichtig, dass dieser hypothetische Ozean in Kontakt ist mit dem Gesteinsmantel, weil es auf der Erde Ökosysteme gibt, am Grund des Ozeans, Pazifischen Ozean, die abgeschlossen sind von in dem Sonnenlicht. Also es gibt kein Sonnenlicht in diesem Ökosystem, aber es gibt eine andere Energiequelle, die nennt man thermale Quellen oder Black Smokers, schwarze Raucher. Schwarz sind die deswegen, weil bestimmte Elemente, bestimmte Stoffe im Wasser mit den Gasen, die aus diesen schwarzen Rauchern rauskommen, wechselwirken. Und dann gibt es so eine Art Fallout, also Sachen werden ausgefällt. So, sieht erstmal ziemlich steril und ziemlich chemisch aus. Allerdings hat man, und das ist eben das Faszinierende, also eigene Ökosysteme gefunden von sogar höher entwickelten Lebewesen, sogar Fische und Krebstierchen. Also nochmal, diese Lebewesen, dieses ganze Ökosystem ist abgeschlossen vom Sonnenlicht. Es gibt kein Sonnenlicht da unten. Es ist super kalt, 4 Grad, aber lokal kann es sehr, sehr warm sein, 30, 40, 50 und sogar über 100 Grad. Und da gibt es auch thermophile, also die Hitze liebende Lebewesen, die bei über 100 Grad, weil der Druck so hoch ist, wird dann Wasser nicht verdampfen, die bei über 100 Grad sogar überleben. Und diese Lebewesen
ernähren sich zum einen von der Chemie, die da ausgeschieden wird, also Methan vielleicht sogar Wasserstoffverbindung, und von der Wärme, die dann halt durch diese Geothermie freigesetzt wird. Und die Idee ist natürlich, dass es vielleicht, weil es Gezeiten ja in Io gibt, vielleicht auch starke Gezeiten in Europa gibt, die überhaupt diesen Ozean flüssig halten. Warum sollte also der Mond eigentlich nicht schon lange gefroren sein? Ja, durch Gezeiten. Aber hey, vielleicht gibt es dann auch diese Black Smokers in Europa und vielleicht kann man die eines Tages auch erforschen. Ist so die Vision. Also mögliches Leben auf Europa ist eine Theorie. Gehen wir weiter von der Sonne weg. Jetzt sind wir schon bei fast 10 astronomischen Einheiten. Und weil die Einstrahlung ja quadratisch mit Entfernung abnimmt, haben wir praktisch nur noch ein Hundertstel der Energie der Sonne, die jetzt im Saturn-Mondsystem ankommt. Und da ist mein Lieblingsmond, Titan. So sieht er für das menschliche Auge aus. Zoomen wir mal rein. Man hat ihn eine Billardkugel genannt, weil er wirklich so aussieht wie ein Snookerball. Für das menschliche Auge undurchdringlich. Das sind Aufnahmen von der Voyager 1-Sonde. Aber modernere Aufnahmen, die im Infraroten auch den Mond belichten können, zeigen durchaus Struktur. Hier ist eine Aufnahme von der Cassini-Huygens-Sonde, beziehungsweise insbesondere von dem Orbiter Cassini. Huygens ist dann die Landeeinheit gewesen. Und hier kann man schon Struktur sehen. Und wenn wir nochmal weitergehen ins mittlere Infrarot, sehen wir dann, dass es tatsächlich Seen auf Titan gibt. Diese Seen aber bestehen nicht aus Wasser, es ist viel zu kalt, minus 180 Grad. Diese Seen bestehen aus Methan und Ethan. Titan hat auch eine super interessante Atmosphäre. Ist der einzige Mond im Sonnensystem mit einer substanziellen Atmosphäre. Und der Druck auf der Oberfläche, der Luftdruck, wenn man das jetzt als Luft bezeichnet, sind 1,5 Bar. Also ungefähr vergleichbar mit dem Luftdruck auf der Erde. Anderthalb Mal so viel. Also ein Mensch könnte dem wahrscheinlich widerstehen, wenn man sich dran gewöhnt, sodass man da gar keinen Druckanzug bräuchte, sondern einfach nur eigentlich einen thermalen Raumanzug, vielleicht mit irgendwelchen Wasserschläuchen, die die Temperatur um den Körper ordentlich halten und eine Atemmaske. Aber man bräuchte nicht so einen klobigen Raumanzug eigentlich auf Titan. Und in der Atmosphäre ist halt ganz viel Stickstoff, deswegen ist ja in gewisser Hinsicht die Atmosphäre auch so erdähnlich. Ne? Wir haben 73%, glaube ich, und die haben halt die auf Titan, die haben halt 98%, also fast eine reine Stickstoffatmosphäre. Methan gibt es auch. Methan ist ein starkes Treibhausgas. Das gibt es auf der Erde nur in geringen Spuren, aber weil es da durchaus zu 1,4% vorkommt, gibt es da einen ordentlichen Treibhauseffekt auf dem Titan durch das Methan. Die Oberflächentemperatur ist halt minus 170 Grad Celsius, also bitterkalt für den Menschen, aber für diese Substanzen Ethan und Methan gerade richtig, dass sie flüssig sein können. Man hat auf Titan auch diese Seen vermessen, und nämlich im Vorbeiflug, wenn die Cassini-Sonde vorbeigeflogen ist, hat sie so im Infraroten runtergeguckt und dann gesehen, dass dieser See, jetzt hier ein Beispiel, zum Beispiel seine Küstenlinie, seine Uferlinie im Laufe von Jahren leicht verändert. Das ist hier dargestellt durch so gestrichelte Linien. Und das führt man darauf zurück, dass der Titan Jahreszeiten unterworfen ist. Er umrundet ja den Saturn in der Äquator, also in der Ringebene, aber der Ring des Saturn, also der Äquator des Saturn, ist ja geneigt gegenüber dem Orbit um die Sonne, sodass es auf dem Saturn und damit eben auch auf Titan Jahreszeiten mit ja, einer Dauer von 29,7 durch 4 Jahre gibt, also sind das 7,5 Jahre oder so, dauert eine Jahreszeit auf dem Titan. Und neben Titan gibt es noch einen super interessanten anderen Mond um Saturn. Das ist der Enceladus. Das ist wirklich jetzt ein Eismond. Er ist viel kleiner. Der hat nur einen Durchmesser von, ich glaube, 500 Kilometer oder so. Da ist er mal gezeigt im Vergleich. Aber der Enceladus, der hat Kryovulkanismus. Kryovulkanismus, also Eisvulkane. Die hat man erst 2006 entdeckt. Und die Cassini-Sonde ist sogar, als die dann entdeckt wurden, mit Absicht da durchgesteuert worden, dass sie mal Proben von diesen Eiskristallen nehmen konnte. Und in diesen Eiskristallen hat man eben auch Salze gefunden. Und die deuten darauf hin, dass es auch auf Enceladus ein unterirdisches Wasserreservoir gibt, das in Kontakt ist mit Gestein. Hier ist so eine Animation von der Cassini-Huygens-Sonde. Ich spule mal so ein bisschen vor, wie die damals durch diese Fontänen durchgeflogen ist. Wie gesagt, das ist eine Animation. Das ist kein echtes Video, das damals gedreht wurde.
Okay, und diese Sonde ist in nur 48 Kilometer Höhe da von der Oberfläche vom Enceladus da durchgeflogen. Also ein Wahnsinns Raumfahrtmanöver, was da damals gefahren wurde. Okay. Und dann sind wir auch schon fast am Ende unserer Reise angekommen. Jetzt sind wir in den Außenbezirken des Sonnensystems bei Neptun und seinem größten Mond Triton. Triton ist interessant von daher, weil es der einzige große Mond im Sonnensystem ist, der retrograden Orbit hat. Retrograd bedeutet, er dreht sich in die entgegengesetzte Richtung auf seinem Orbit zur Drehrichtung des Planeten. Also während Neptun sich, weiß ich, entgegen dem Uhrzeigersinn dreht, von Nordpol aus gesehen, dreht sich Triton im Uhrzeigersinn um seinen Heimatplaneten. Und das wird heutzutage so erklärt, dass Triton eventuell nicht zusammen mit Neptun entstanden ist, das ist dann der dritte Entstehungskanal, den wir hier kennenlernen, sondern mal Bestandteil eines binären Planetensystems war, Triton und ein mittlerweile vergessener anderer Planet. Und die beiden, Triton und sein Partner, seine Partnerin, flogen auf Neptun zu, durch Zufall, wie es halt im Sonnensystem manchmal so passiert. Und durch eine Art Gezeitenwechselwirkung wurde der andere, das andere Objekt so beschleunigt und herauskatapultiert aus dem Sonnensystem, während der Rest des Drehimpulses auf Triton sozusagen retrograd übertragen wurde und der wurde rups, um den sozusagen in den Orbit um Neptun hereingeschossen, aber in den entgegengesetzten Drehsinn. Und über Triton ist die Voyager 2-Sonde auch rüber geflogen, hat zum Beispiel dieses Foto zurückgesendet, wo man eine Stickstoffatmosphäre ausfindig gemacht hat. Okay, kommen wir zum letzten Objekt, das wir mal auf dieser schnellen Reise zu den Monden durchs Sonnensystem kennenlernen. Das sehen wir hier, beziehungsweise wir sehen es eigentlich immer noch nicht, ne? Rechts ein Foto, links ein Foto. Was ist das? Da haben wir mal links das Fragezeichen reingemacht. Naja, was ist bei 39,3 astronomischen Einheiten? Pluto. Das hier ist das Entdeckungsfoto von Charon, dem größten Mond um Pluto. Pluto ist zwar kein Planet jetzt mehr, aber ich dachte mir, ich nehme das einfach nochmal auf. Das Entdeckungsfoto von Charon. Da kann man diese Beule hier links halt sehen. Ja. Und das ist ein modernes Foto, das die New Horizons-Sonde gemacht hat vor mittlerweile 7 Jahren, während ihres Vorbeiflugs durch das Pluto-Charon- und Pluto-Mond-System. Pluto hat ja insgesamt 5 Monde. Charon ist nur der größte. Okay. Man könnte jetzt hier nochmal so ein bisschen reinzoomen und ein bisschen sich über solche interessanten Oberflächenmarkierungen hier unterhalten. Aber um ein bisschen im Zeitrahmen zu bleiben, sind wir an dieser Stelle erstmal fertig, zumindest mit meinem Teil. Ich bin gleich offen für Fragen, gebe aber vorher noch einen Hinweis auf den nächsten Vortrag. Nächste Woche Dienstag nämlich, dann geht es um das Gaia und da steht hier DR3, das ist also das Data Release, also die Datenfreigabe, wenn man so möchte. Und das ist ein sehr interessanter Vortrag, weil nur einen Tag vorher, nämlich am Montag, dieses Gaia Data Release überhaupt stattfindet. Also am 14. hat man also einen sehr zeitgemäßen Vortrag von Professor Dr. Stefan Jordan aus Heidelberg. Und da kann ich nur empfehlen, sich den auf jeden Fall anzusehen. Und jetzt bin ich offen für Fragen. Danke erstmal fürs Zuhören, wenn Sie es bisher ja geschafft haben. Und danke auch, liebe Caroline, die du mir gerade in den Chat eine Frage kopierst. Ich nehme mal einen Schluck Wasser und dann lese ich die Frage mal vor. Ein sehr gutes Göttinger Wasser übrigens. Erste Frage. Gibt es auch Monde, die selbst Monde haben? Sehr interessant. Das ist eine tolle Frage. Es gab auf jeden Fall mal an einem 1. April vor 2 Jahren, glaube ich, auf einem Preprint-Server, also einer Art Internetplattform, wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Vorab-Versionen von Forschungsartikeln schon mal sozusagen hochladen, sodass die Community schon mal Kommentare schicken kann. Da gab es mal ein Paper zu dem Thema The Moons of Moons of Moons. Also es war halt ein April-Scherz-Paper, ne? Da wurde das Ganze auf die Spitze getrieben. Aber ja. Gibt es Monde von Monden? Ich würde Folgendes sagen: Aus Sicht der Stabilität ist es natürlich rein prinzipiell möglich. Es ist aber aus orbitdynamischen Gründen super, super schwierig, die lange stabil zu halten. Denn wenn
Monde Monde hätten, dann hätte man ja schon einen Planet und einen Mond und dann eben den Sekundärmond oder so, oder Mond zweite Ordnung. Man darf aber nicht vergessen, es gibt ja noch die Sonne, die hat meistens einen sehr starken gravitativen Einfluss, sogar noch bei Jupiter und auch noch so ein bisschen bei Saturn, wenn auch dann fast schon vernachlässigbar, auf die Monde zumindest. Aber es gibt ja noch dann auch den Jupiter zum Beispiel und so weiter. Und dieses Arrangement ist dann meistens nicht stabil über viele Millionen Jahre. Sogar das Sonnensystem mit seinen Planeten, die Monde mal außen vor gelassen, sogar das Sonnensystem mit seinen Planeten ist chaotisch. Und in den Simulationen kann man zeigen, dass in 5% aller Möglichkeiten, 5% aller möglichen zukünftigen Entwicklungen des Sonnensystems, basierend auf der Genauigkeit der Messung, die wir haben und der Genauigkeit der numerischen Rechnung, die wir herstellen können, 5% der Simulation das Sonnensystem nochmal sich grob verändern wird. Also Planeten werden noch kollidieren, Planeten werden aus dem Sonnensystem heraus katapultiert. Das Sonnensystem ist chaotisch und zu einem gewissen Teil nicht stabil. Für Monde gilt das insbesondere und für Monde von Monden umso mehr. Ich muss zugeben, dass ich kein Objekt kenne, also keinen Mond, der einen Mond hat. Ich kann mir aber vorstellen, dass es im Asteroidengürtel, weil es da so viele Objekte gibt, durchaus Asteroiden gibt, die einen Mond haben, die selber nochmal einen Mond haben. Ist aber zumindest nicht prominent mir bekannt. Aber ich werde das nachher mal selber nachgucken. Interessiert mich auch mal. Zweite Frage: Gibt es schon aussichtsreiche Kandidaten für Exomonde? Hey, das finde ich aber toll, dass da jemand drauf abgegangen ist. Ist natürlich mein Lieblingsthema. Ja, es gibt bereits zwei Fälle in der Literatur, in denen über Exomonde berichtet wurde, Kandidaten für Exomonde. Einmal ist es Kepler 1625b, das ist der Planet und sein Mond, hat dann so eine römische 1. Und einmal Kepler 1708 klein b und dann eben eine römische 1. Kepler, die Kepler-Mission, dann kommt die Katalognummer des Sterns, klein b für den Planeten und römisch 1 für den Mond. Diese Lichtkurven haben wir bereits auch analysiert, ein Kollege von mir und ich, Michael Hipke und René Heller, und haben das Paper, also das Manuskript, auch schon abgeschickt an ein Journal und es ist gerade in Begutachtung. Was dabei rauskommt, werde ich ja vielleicht mal in einem halben Jahr oder so hier erzählen. Toi, toi, toi. Also es gibt zwei Kandidaten. Ich sag mal, aus meiner Sicht sind die aber nicht leider sehr vielversprechend. Vielleicht kann die Plato-Mission das ja ändern ab 2026. Dritte Frage: Warum kann der Titan eine relativ dichte Atmosphäre halten, zum Beispiel im Vergleich zum Mars? Sehr gute Frage. Merkur, haben wir ja vorhin gesehen, ist sogar ein bisschen kleiner als Titan. Merkur ist ja ein Planet, ist aber schwerer als Titan. Warum hat denn dann der Merkur keine Atmosphäre, könnte man ja fragen. Oder jetzt Sie sagen zum Beispiel der Mars. Der Mars ist ja auch größer, ne, als der Titan. Warum hat der Mars jetzt kaum eine Atmosphäre, aber Titan schon? Und ein Aspekt der Antwort liegt in der Temperatur. Also Titan geht ja um Saturn und Saturn ist bei 9,6 astronomischen Einheiten. Und da ist der Lichteinfall, der Strahlungs-, also die Einstrahlung der Sonne, ungefähr nur ein Hundertstel dessen, was auf der Erde ist. Oder jetzt müsste ich rechnen, 9,6 durch 1,5 astronomische Einheiten. Stel, also vielleicht ist das ein Achtzigstel oder so, oder ein Siebzigstel des Energieflusses auf dem Mars. Und weil es da so kalt ist, also um die, ich sag mal, minus 170 Grad, haben wir vorhin gesehen, können Elemente, die im inneren Sonnensystem flüchtig sind, da von einem geringeren Oberflächengravitationspotenzial eingefangen sein. Denn Temperatur heißt ja nichts anderes als kinetische oder Bewegungsenergie der, in dem Falle, Gasteilchen. Also die, ne, bewegen sich halt in alle möglichen Richtungen so. Und wenn dann Gravitation wirkt, dann fliegt eigentlich jedes Teilchen erstmal so als Parabel, wenn man so möchte, wenn es nicht mit einem anderen Teilchen zusammenstößt. Und ja, das fällt dann irgendwann auf den Mond zurück. Manchmal gelingt es einem Teilchen, auch den Planeten oder den Mond zu verlassen. Und je heißer eine Atmosphäre, je heißer das Gas, desto öfter gelingt es, den Teilchen abzuhauen. Und beim Mars passiert das eben öfter sozusagen als auf dem Titan, so einfach gesprochen, auch im
über die Historie des Sonnensystems. Also die Oberflächengravitation auf Titan ist gering, korrekt. Allerdings ist die Temperatur auf Titan auch umso noch viel geringer, sodass eine Atmosphäre da stabil sein könnte. Warum haben dann andere Monde im äußeren Sonnensystem keine große Atmosphäre, zum Beispiel Triton oder so? Das ist dann eigentlich die nächste Frage, auf die ich jetzt spontan keine Antwort habe. Also eine Anschlussfrage, die ich mir gerade selber stelle. Ich lese mal noch eine Frage vor. Danke, Caroline, dass du das hier so fleißig reintippst. Vierte Frage. Was wäre damals passiert, wenn das Mars-große Objekt die Protoerde etwas frontaler getroffen hätte? Oh ja! Wie hat Lothar Matthäus mal gesagt, wäre Fahrradkette. Wäre das passiert, also wäre die Kollision etwas anders passiert zwischen dieser Protoerde und dem Impaktor, dann würde eine Sache sehr wichtig anders sein, nämlich wir würden uns gar nicht darüber unterhalten. Wir wären gar nicht hier. Denn wäre der Mars-Impaktor nur ein paar Kilometer weiter links, rechts, oben oder unten eingeschlagen, wäre alles andere, also diese kleinsten Auffächerungen im Schicksalsbaum, werden ganz anders abgelaufen. Man denkt daran, dass ja ein Schmetterlingsschlag heutzutage auf der anderen Seite der Erde ein paar Tage später einen Wirbelsturm auslösen kann. Was wäre passiert, hätte die Erde einen etwas anderen Drehimpuls am Anfang bekommen? Also das ist nur eine Sache, wir wären nicht hier. Vielleicht wären andere Lebewesen schon früher da gewesen, weiß ich jetzt nicht. Ne? Aber natürlich ist Ihre Frage eher wahrscheinlich geophysikalisch oder so oder planetologisch gemeint. Ja, man kann jetzt sagen, wäre der Impaktor frontaler reingeknallt, dann wäre vielleicht nicht so viel Material von der Erde abgeschürft und ausgeworfen worden. Bezogen auf den Mond, vielleicht wäre der Mond gar nicht oder viel kleiner entstanden. Eine Möglichkeit. Vielleicht hätte es die Erde aber auch komplett zersplattert und vielleicht wäre die Erde gar nicht stabil geblieben. Oder der Mond, der entstanden wäre, hätte eine ganz andere Zusammensetzung. Man macht es übrigens heute andersrum. Man weiß ja ungefähr, woraus der Mond besteht. Und die Simulationen sollen ja dieses Bestehen, diese Zusammensetzung des Mondes reproduzieren. Übrigens sollen die Simulationen auch reproduzieren, die derzeitige Rotationsgeschwindigkeit der Erde und des Mondorbits. Und so, wenn die Anfangsbedingungen etwas anders gewesen wären, hätten wir einfach eine andere Taglänge. Der Mond hätte vielleicht eine andere Zusammensetzung und der Mondorbit wäre vielleicht anders. Und der Mond wäre anders, kleiner oder größer in seiner Masse. Also bezogen auf Ihre Frage, alles könnte anders sein, wenn die Anfangsbedingungen nur etwas anders gewesen wären. Fünfte Frage. Stichwort geozentrisches Weltbild. Wissen Sie zufällig, wie man darin erklären kann, warum Merkur und Venus nur sonnennah beobachtbar sind? Okay. Die Frage ist nach dem geozentrischen Weltbild. Wir stellen uns also, wir gehen nochmal 2000 Jahre zurück und stellen uns vor, dass hier die Erde ist und alles andere im Sonnensystem dreht sich sozusagen um die Erde. Dann kann es natürlich sein, dass die Sonne sich um die Erde dreht, schön und gut. Wir wissen ja, dass die Erde sich dreht und deswegen die Sonne nur scheinbar am Himmel wandert. Aber genau, wenn die Sonne jetzt, wie man damals, also wie Ptolemäus vorgeschlagen hat, also am Himmel auf einer Sphäre angehaftet wäre, dann könnte sich die Sonne ja um die Erde drehen, schön und gut. Aber jetzt kommt Folgendes, und Sie haben das ganz richtig benannt, in Wirklichkeit drehen sich ja Merkur und Venus um die Sonne, sodass wir von der Erde aus gesehen Merkur und Venus immer sehr nah bei der Sonne sehen. Es bedeutet, es ist natürlich leicht erklärbar damit, dass die beiden um die Sonne kreisen. Aber wenn jetzt alle Planeten um die Erde kreisen, dann wie kann das sein, dass die beiden immer nur so scheinbar links und rechts von der Sonne sind? Und das war einfach lange Zeit ein sehr großes Problem. Also man hat angenommen, dass die Merkur und Venus auf eigenen Sphären um die Erde kreisen. Aber es war einfach sehr kompliziert zu erklären, warum sie immer nah an der Sonne sind. Also es gab nie eine zufriedenstellende Erklärung dafür, warum das überhaupt sein könnte. Eine Möglichkeit, das Ganze zu machen, kam in der sogenannten Epizykeltheorie auf, mit der man eigentlich die retrograde Bewegung von zum Beispiel Mars, Jupiter, also der äußeren Planeten, erklären wollte. Hat man eben angenommen, dass eigentlich nicht Mars sich auf einem Kreis, Kreise waren ja die angenommenen perfekten Orbits, um die Sonne dreht, sondern dass Mars sich auf einem Kreis um einen sogenannten Differenten,
dreht, der wiederum sich um die Erde dreht, so dass der Mars eigentlich so eine Art auf einem Sekundärkreis um die Erde torkelt oder lockt, also eine lockige Bahn vollführt. Und damit wäre es auch möglich gewesen, die Orbits von Merkur und Venus sozusagen auf Epizyklen, die sich irgendwie mit der Sonne mitbewegen müssen, um die Erde zu drehen. Aber es gab keine zufriedenstellende Erklärung die ganze Zeit. Naja, heute wissen wir auch, warum es nicht ging. Wie sind denn, sechste Frage, die Monde der Gasriesen entstanden? Durch Einschläge ist dann ja eher unwahrscheinlich. Ja, das ist genau richtig. Ich hatte leider nicht genug Zeit, das ausführlich ordentlich zu erklären. Deswegen finde ich es toll, dass man nochmal hier drauf eingeht. Stellen Sie sich vor, die Gasriesen, anders als die inneren kleinen Planeten, die Gasriesen sind zu einer Zeit entstanden, als die Sonne noch umgeben war von einer Scheibe aus Gas. In dieser Gasscheibe haben es die Kerne, die Saatkörner, wenn man so möchte, für diese Eisplaneten, für die äußeren Planeten geschafft, so viel Staub anzusammeln durch Gravitation, dass sie irgendwann eine Masse von einer Erdmasse, zwei Erdmassen und so weiter hatten. Und ab einer Masse von ungefähr 10 Erdmassen ist es diesen Gasplaneten, insbesondere dann zunächst mal dem Jupiter, gelungen, in diese Scheibe, die um die Sonne sich geformt hat, eine Lücke zu reißen. Also man sagt ein Gap. Das heißt, die Scheibe wurde unterbrochen, wie so eigentlich eine Schallplatte. Nur jetzt nicht als Spirale gedacht, sondern als wirklich als eine Rille um die Sonne. Und in dieser Rille kreiste der Jupiter. Der hat nämlich angefangen, das Gas auch runterzureißen. Also man nannte das ein Runaway Accretion, also eine ungezügelte, ungebremste Akkretion. Nicht nur die Staubkörner wurden eingefangen, nur das Gas ist ja eher flüchtig, sondern die Gravitation war dann auch so groß, dass sogar das Gas angezogen wurde. Und dann hat der Jupiter einfach sozusagen die Scheibe um die Sonne sozusagen in seiner Bahn zumindest leer gesaugt. Und dann hat er schnell eine Masse von 100, 200, dann sogar 300 Erdmassen erreicht. So, und während das passiert ist, ist um den Jupiter selbst eine Scheibe entstanden. Interessant, ne? Also der Jupiter selbst hatte eine eigene Akkretionsscheibe. Und in dieser Akkretionsscheibe, also man könnte sagen eine zirkumplanetare Scheibe, wiederum aus Gas und Staub, mit einer ähnlichen Zusammensetzung wie der protosolare Nebel vielleicht. In dieser zirkumplanetaren Scheibe sind dann Unterplaneten wiederum entstanden. Also wir sagen heute Monde dazu. Deswegen passt das Bild auch von dem kleinen Sonnensystem, weil diese Monde ähnlich wie die terrestrischen Planeten zumindest im Sonnensystem entstanden sind. Denn diese Monde sind nicht wie die Gasplaneten entstanden, denn sie haben ja selber kein Gas runtergezogen, ne? Sie sind ja selbst sozusagen Eisplaneten, also Monde halt geworden. Genau, wie Sie sagen, also diese Monde um die Gasplaneten sind nicht wie der Erdmond durch einen Einschlag entstanden, genau richtig erkannt, sondern selbst ähnlich wie Planeten. Ne? Das ist der zweite Mechanismus. Also man kann sagen, Einschläge, Erdmond, ein Format, also ein Entstehungskanal. Die Entstehung in Akkretionsscheiben um Planeten ist ein zweiter Entstehungsmechanismus. Und der dritte, könnte ich jetzt eine Preisfrage stellen und eine Tüte Gummibärchen ausloben. Wie lautet der dritte Entstehungskanal? Das ist dann gegeben durch Triton, nämlich durch den Einfang, den ich kurz am Ende noch erläutert hatte, wenn Triton mal ein Bestandteil eines Mehrfachsystems war. Also wir kennen mindestens drei Entstehungskanäle sozusagen. Allein durch die Studie von Monden im Sonnensystem nehmen wir an, es gibt diese Exomonde, wir werden sie eines Tages finden. Wie viel können wir noch über Planetenentstehung herausfinden? Fundamental, wenn wir erstmal anfangen können, Exomonde zu studieren. Also ein faszinierendes Feld, das da noch vor uns liegt. Siebte Frage. Die Aufschlagfurchen auf Deimos sind extrem parallel. Wie kommt es dazu? Ganz einfache Antwort. Ich weiß es nicht. Und ich weiß nicht mal, ob es überhaupt jemand weiß. Also, Deimos und Phobos ja auch drehen sich halt in eine Richtung. Und wenn jetzt Material so langsam reinstreuselt, dann kann es sein halt, ne? Das hat ja Phobos und Deimos haben ja so eine Art, wenn man möchte, Gegenwind. Also rein statistisch gesehen ist es tendenziell wahrscheinlicher, dass ein Ding von vorne kommt, als sozusagen von hinten, wenn es halbwegs statistisch gesehen immer von allen möglichen Richtungen reinkommt. Vom Mars selber kommt ja nichts, sondern erst von außen. Aber tendenziell eher so von vorne. Und dann kann es sein, wenn leichte Brocken reinkommen, die haben eine leichte, nur eine sehr geringe Oberflächengravitation, Phobos und Deimos.
Aber wenn ein Objekt reinkommt, dass es also ankommt und nicht einschlägt, normal wie auf einem großen Objekt der Erde mit einer hohen Gravitation, sondern eben noch, wenn es ankommt, so weiterhüpft sozusagen. Vielleicht sogar einen halben Kreis, einen halben Umfang von Phobos oder Deimos sozusagen zurücklegt, bis es zur Ruhe kommt. Und das kann immer wieder passieren, dass sie sozusagen so reinpullern und am Ende so austrudeln, ist eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit ist, dass es einen ganz anderen physikalischen Ursprung gibt, nämlich dass es sozusagen Furchen sind, die dadurch entstehen, dass Phobos und Deimos auch immer durchgewalkt werden durch die Gezeiten von Mars. Finde ich übrigens von mir selber die unbefriedigste Antwort für diesen Abend bisher. Aber ich wüsste es gern selber genauer. Oh ja, noch eine Frage. Frage 8. Wovon ernähren sich die Fische an den Black Smokern? Etwa Kannibalismus? Das ist eine gute Frage. Wenn es Kannibalismus wäre, dann würde es, glaube ich, nur noch eine Generation von Fischen geben. Aber am Ende hätte man einen fetten Fisch, ne? Und der könnte dann nicht mehr gefressen werden. Also nur wenn er stirbt, halt dann von Bakterien. Also Kannibalismus kann es ja nicht sein, weil es ist so Henne- und Ei-Phänomen, glaube ich. Die ernähren sich von, also es gibt eine Nahrungskette, die Fische, die dann in diesen Black Smokern wohnen, die fressen nicht selber das, was aus den Black Smokern rauskommt. Die fressen halt in der Nahrungskette das, was unter denen sozusagen ist. Ne? Und interessant ist eigentlich die Frage, was ist unten an der Nahrungskette? Das sind Kleinstlebewesen, Bakterien, die dann halt gefressen werden von etwas größeren Lebewesen und so weiter. Und dann kommen irgendwann, weiß ich, sowas Ähnliches wie so zwischen Pflanzen und Tierwesen so. Ich weiß gar nicht, wie die genau heißen. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt jemand weiß, wie die heißen. Also die werden natürlich irgendeine Taxonomie haben. Und irgendwann kommen dann vielleicht diese Schalentiere und dann kommen eben die Fische halt. Na, es gibt eine Nahrungskette, wovon jetzt speziell diese Fische sich ernähren, weiß ich nicht. Aber die Antwort wird in der Nahrungskette liegen. Und der Kern eigentlich der Forschung sozusagen, die Hauptfrage für die Forschung ist, was ist ganz unten in der Nahrungskette? Also welche Bakterien, welche Kleinstlebewesen können sich von dem ernähren, was aus dem Black Smokers herauskommt, von der Chemie? Und das sind ganz oft solche extremophilen Lebewesen, also die aus unserer Sicht von Oberflächenbewohnern der Erde, wo es Sauerstoff gibt und Sonnenlicht, also sehr bizarr sind, also aus unserer Sicht extrem, weil die halt keinen Sauerstoff haben dürfen, sonst sterben die. Die brauchen kein Sonnenlicht, sondern die ernähren sich halt zum Beispiel von Wasserstoffverbindungen oder so oder von Methanverbindungen, die da rauskommen. Die haben halt eine hohe Energiedichte. Ne? Okay, 9. Frage. Das Vorhandensein von Wasser einmal vorausgesetzt. Ist komplexeres Leben auf Exoplaneten auch ohne Monde möglich? Oder werden immer die Gezeitenkräfte dazu benötigt? Auch eine ganz tolle Frage. Zielt natürlich darauf hin ab, dass ja oft behauptet wird, die Erde hat nur so hohes Leben hervorbringen können, weil die Erde einen Mond hat. Weil der Mond, ist dann die nächste Erklärung, geholfen hat, die Rotationsachse der Erde stabil zu halten für 4,5 Milliarden Jahre ungefähr. Es kommt tatsächlich heraus, das zeigen Computersimulationen, wenn man den Mond in den Simulationen wegnimmt, dass die Rotationsachse der Erde, die ja um 23,5 Grad geneigt ist, gegenüber dem Orbit um die Sonne, die Erde dreht sich ja sozusagen so um die Sonne, dass die Rotationsachse selber schwanken würde auf einer Zeitskala von Millionen von Jahren. Das bedeutet, wenn die Rotationsachse mal so gegen Null geht, dann würde es für ein paar Tausend, paar Zehntausend Jahre keine Jahreszeiten geben. Und dann würde durch gravitative Einflüsse von Sonne, Venus, Jupiter und Saturn hauptsächlich, würde im Laufe der Zeit mal die Rotationsachse sich vielleicht nicht um 23 Grad wie heute, sondern vielleicht so um 40 oder sogar um 50 Grad neigen. Und dann würden die Pole abschmelzen, weil ja ein halbes Jahr lang die Sonne auf den Nordpol knallt und der Südpol würde fast einfrieren und dann ein halbes Jahr später genau andersrum. Also extreme Klimaschwankungen über den ganzen Globus im Verlauf nur eines Jahres. Nicht gut. Jedenfalls nicht gut für höher entwickeltes Leben. Deswegen so die Idee, die Tatsache, dass der Mond da ist und durch seine Gezeiteneffekte mit der Erde die Rotationsachse der Erde stabilisiert, nur dank des Mondes sind wir bewohnbar. Jetzt die Frage, müssen auch Exoplaneten, wenn sie dann so halbwegs erdähnlich irgendwie sind, einen Mond haben? Die Antwort ist, kann man nicht allgemein sagen. Es kommt ganz drauf an.
Also wenn ich mir ein System vorstelle, das zum Beispiel aus einem Stern besteht und nur einem hauptsächlichen Planeten, nämlich den, um den es gerade geht, dann gibt es gar keine großen Wechselwirkungen mit anderen Planeten, sodass die Rotationsachse gar nicht erstmal ins Taumeln kommt. Also dann gibt es gar kein Problem. Oder der Planet, um den es uns geht, ist vielleicht so eine Art Supererde, vielleicht zwei Erdmassen oder so, also massiver als die Erde. Und die anderen Planeten sind vielleicht eher so marsgroß. Dann könnte es sein, dass die Gravitationseinflüsse der anderen Planeten auch vernachlässigbar sind. Also auch hier kein Problem. Oder es gibt vielleicht Planeten in dem System, große, aber die sind so weit draußen, dass ihre Gravitation nichts ausmacht. Also die Antwort ist, es kommt ganz drauf an. Kann man nicht allgemein sagen. Aber pauschal würde ich mal sagen, muss es nicht sein, dass ein halbwegs erdähnlicher Planet auch einen Mond hat, um bewohnbar zu sein. Also erstmal aus astrophysikalischer Sicht beantwortet. Man könnte natürlich sogar biologisch antworten und sagen, auch wenn uns jetzt natürlich die Messpunkte im Universum fehlen, aber es ist zumindest denkbar, dass natürlich auch Ökosysteme sich auf sowas einrichten können, ne? Dass sie innerhalb von Zehntausenden, Hunderttausenden von Jahren sich immer adaptieren können und irgendwie durch irgendwelche evolutionären Vorgänge im Laufe von Milliarden von Jahren sich es angewöhnt haben, sich auf so einer Zeitskala anpassen zu können oder vielleicht immer in so eine Art Winterschlaf gehen für 10.000 Jahre, bis die Achse wieder stimmt. Keine Ahnung. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht geht, sagen wir mal so. 10. Frage. Wie lange dauert es, bis sich aus der Scheibe der fertige Mond formte? Das ging sehr schnell. Das dauerte nur wenige Jahre. Ist eigentlich interessant, ne? Die inneren Planeten des Sonnensystems, Merkur, Venus, Erde, Mars, haben sich auf einer Zeitskala von mehreren 10 Millionen Jahren gebildet. Ne, sogar die Erde wurde ja noch 65 Millionen Jahre, nachdem sie fast fertig war, nochmal von diesem Mars-großen Objekt getroffen. Die Gasplaneten, die äußeren, die haben sich schneller gebildet, auf einer Zeitskala von Millionen Jahren. So der Erdmond hat sich auf einer Zeitskala von Jahren, also vielleicht so eine Million Mal schneller gebildet. Warum? Na, unter anderem deswegen, weil die Orbitdauer des Mondes oder des Protomondes um die Erde natürlich viel geringer ist. Bei 4 Erdradien dauert ein Orbit einmal rum, ich schätze jetzt mal einfach wahrscheinlich sowas wie 10 Stunden, 12 Stunden, viel weniger als ein Tag. Das bedeutet, in 12 Stunden einmal rum, während ja so ein Planet um den Stern, naja, Größenordnung, was sind das, Tausende von Stunden, also ein Jahr halt braucht. Deswegen ist die Zeitskala auch in diesen großen Scheiben anders als in diesen kleinen Scheiben. Deswegen konnte sich der Erdmond recht schnell bilden, weil die räumlichen Zeitskalen, weil die räumlichen Skalen kleiner sind und damit auch die zeitlichen Skalen. So. 11. Sollte die ESA oder NASA sie, also sie großgeschrieben, also mich jetzt, sollte die ESA, NASA sie zu einem Flug zu Europa oder Titan einladen, würden sie die Reise antreten? Jein. Also heute nicht, heute würde ich sie nicht antreten. Ich habe mir gerade ein Haus gekauft mit meiner kleinen Familie und ich würde ungern mich in dieser Phase meines Lebens wegschießen lassen, mit einer 50-50-Chance überhaupt Leben wiederzukommen. Aber ich sage mal so, wenn die Kinder aus dem Haus sind und so vielleicht in 20 Jahren, ich bin ja gerade 40 geworden, mit 60, dann ist sowieso nicht mehr viel Luft nach oben und bis zum Saturn braucht es einige Jahre, dann komme ich so mit 65 an, dann steigt auch das Krebsrisiko automatisch. So, deswegen würde ich denken, dass dann eh nicht mehr viel zu verlieren ist. Also so in 20 Jahren würde ich es machen und ehrlich gesagt, so lange dauert es ja auch mindestens von heute aus gesehen, so eine Mission zu entwickeln. Also ich würde sagen, würde man mich heute fragen, auf Ihre Frage, dann würde ich sagen, ja, auch wenn ich gerade erst gesagt habe, ich würde nein sagen. Also ich würde sagen, ja, in der Annahme, dass es noch 20 Jahre dauert, bis ich fliegen kann, dann würde ich es machen. Nummer 12. Auf Titan regnet es ja gefrorenes Metall. Hört sich so ganz normal an, so, ne, in so einem Astro-Vortrag. Auf Titan regnet es ja gefrorenes Methan. Wie hört sich das wohl an? Gute Frage. Tolle Frage. Wie hört sich das an, wenn in einer Stickstoffatmosphäre Methan regnet? Wichtig dafür ist ja der Luftdruck. Und die Dichte des Materials, das ist eine Scherzfrage, aber als Physiker ist man auch immer interessiert so an der Wahrheit. Ne? Also wenn die Dichte der Titanatmosphäre ja der Erde ungefähr ähnlich ist, besteht ja auch hauptsächlich aus Stickstoff, der Druck ist halt ein bisschen höher,
Die Temperatur ist halt viel geringer. Ne? Was macht eigentlich die Temperatur mit der Schallgeschwindigkeit? Oh, das könnte ich eigentlich mal wissen. Das sollte ich mal rausfinden. Was macht die Temperatur mit der Schallgeschwindigkeit? Da gibt es bestimmt eine schöne Beziehung für. Das kommt wie eine Scherzfrage daher, aber das könnte man in einem Physik-Einführungskurs mal sehr interessant da niederrechnen. Wie hängt die Schallgeschwindigkeit vom Druck und von der Temperatur ab? Ich bin mir sicher, dafür gibt es eine Antwort, die ich leider nicht, und ich wünschte, ich könnte es. Es gibt Leute, die sowas aus dem Kopf können. Die können die richtige Gleichung sich im Kopf so umdrehen und dann die Werte einsetzen. Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber es liegt nicht daran, dass man es nicht beantworten kann. So viel kann ich sagen. Ich glaube, das kann man sogar beantworten. Ich weiß nicht. Müssen wir jemanden fragen, der schon mal da war. Frage Nummer 13. Könnten außer Triton auch noch andere heutige Monde ursprünglich als Planet entstanden sein oder ist sowas die absolute Ausnahme? Wahrscheinlich ist es eine Ausnahme. Es ist ein seltenes Phänomen, weil wir es nicht so häufig im Sonnensystem beobachten, dass große Monde in retrograden Orbit sind. Allerdings gibt es um die Gasplaneten, die äußeren vier Planeten, ganze Familien von retrograden Monden. Die wurden wahrscheinlich alle eingefangen. Die sind nicht zusammen entstanden mit der Scheibe um die Gasplaneten. So könnte man sagen, die sind selber unabhängig von dem Planeten entstanden, allerdings nicht als Planeten. So, diese Monde sind klein, 10, 20 Kilometer groß. Die sind selber keine Planeten jemals gewesen, auch wenn sie eingefangen wurden. Eher wurden es, waren es vielleicht mal Asteroiden oder so. Ansonsten kann man die Monde, die, wenn sie alleine, also ohne Mutterplanet, um die Sonne kreisen würden und die im sogenannten hydrostatischen Gleichgewicht sind, also in abgekürzter Form kugelrund sind, ständig ganz, Haumea ist kein Planet, aber ein transneptunisches Objekt. Und Haumea ist sehr lang gestreckt, aber im hydrostatischen Gleichgewicht. Warum? Preisfrage, weil sie sich sehr schnell dreht. Egal. Worauf ich hinaus wollte, die Objekte, die im hydrostatischen Gleichgewicht sind, und das ist eine Bedingung dafür, dass man als mindestens als Zwergplanet klassifiziert wird, die aber heute Monde sind, die kann man an zwei Händen abzählen. Ungefähr, das ist halt ungefähr ein Dutzend. So, davon wissen wir, dass Io, Europa, Ganymed, Callisto, Titan und der Erdmond schon mal nicht eingefangen wurden. Triton, ne, das ist er ja. Also da haben wir einen von sechsen. Und dann gibt es aber noch ein paar andere, die auch, ich glaube, Enceladus, vielleicht Rhea, auch um Saturn. So, dann kommt man Richtung 10 Objekte. Und bei denen weiß man, dass sie nicht eingefangen sind. Einfach aufgrund ihrer Zusammensetzung und aufgrund ihrer Orbits. Die sind genau in der gleichen Orbitebene wie die anderen Monde, in der richtigen Richtung. Und die haben auch Zusammensetzungen, die den Nachbarmonden entsprechen. Also, es dürfte die absolute Ausnahme im Sonnensystem gewesen sein. Vielleicht ist es nochmal passiert. In anderen Sonnensystemen könnte es auch vielleicht öfter so passiert sein oder ab und zu auch mal gar nicht. Ne? Nummer 14. Bei der Bildung des Sonnensystems hatte Jupiter anfangs viel durcheinander gewirbelt. Das stimmt. Wie stabil ist das Sonnensystem in der weiteren Zukunft? Die Sonne wird ja auch langsam immer größer. Ja, sehr viel, sehr interessante Aspekte in dieser Frage. Wo fängt man an? Der Jupiter hat viel durcheinander gewirbelt, richtig. Warum? Seit einigen Jahren gibt es immer stärker werdende Hinweise darauf, unter anderem übrigens durch die Detektion von Exoplaneten befeuert, dass der Jupiter, wie übrigens auch der Saturn und wahrscheinlich auch die anderen Gasplaneten, Uranus, Neptun, in der protoplanetaren Scheibe um die frühe Sonne gewandert sind. Also man sagt migriert, das ist ein Fachbegriff. Wir sagen Planet Migration durch verschiedene Effekte. Ein Effekt ist nämlich, dass der Planet, dieser Riesenplanet, der in der Scheibe eingebettet ist, mit der Scheibe wechselwirkt und der überträgt auf die Scheibe Drehmoment. Gleichzeitig wird aber auch von der Scheibe Drehmoment vom Planeten abgezogen, also auf die Scheibe übertragen. Und die Summe von einmal dem Abzug des Drehimpulses und dem Zutrag des Drehimpulses in die eine oder andere Richtung jetzt ist nicht nur, immer null. Das bedeutet, der Planet verliert dann oder gewinnt Drehimpuls, also
Wenn er ihn gewinnt, wandert er nach draußen. Wenn er drehen Puls verliert, wandert er nach drinnen. Und für Jupiter war es wahrscheinlich so, dass er weiter als 5 astronomischen Einheiten entfernt von der Sonne entstanden ist und reinmigriert ist. Wahrscheinlich sogar bis zu 3 oder 3,5 astronomischen Einheiten. Da, wo der Asteroidengürtel heute ist. Und da, wo eigentlich ein weiterer Planet hätte entstehen können oder so. Der Jupiter hat so viel durcheinander gewirbelt, wie es in der Frage auch gerade hieß, dass er wahrscheinlich verhindert hat, dass der Mars größer wird. Ne? Der Mars hätte, wenn der Jupiter nicht da gewesen wäre, wahrscheinlich ungefähr so groß werden können wie die Erde, was auch faszinierend wäre. Der Jupiter ist also gewandert. Wahrscheinlich ist der Saturn auch gewandert, dem Jupiter hinterher. Die beiden kamen irgendwann in eine Orbitresonanz. Also während der Jupiter 3-mal um die Sonne ging, ging der Saturn 2-mal um die Sonne. Es war einfach eine Mean Motion Resonance, also eine Orbitresonanz. Und das wiederum hat neue sozusagen Kräfte freigesetzt oder eine Schwingung, also eine konstruktive Interferenz, wenn man so möchte, ausgelöst in der Harmonie der beiden Planeten, die dann bewirkt hat, dass beide Planeten wieder nach draußen wanderten. So, dann konnte der Mars auch halbwegs ordentlich entstehen, wie er heute entstanden ist. Und dabei kann es passiert sein, dass sogar Planeten, die bereits da waren, aus dem Sonnensystem herausgefeuert wurden. Genau, also eine chaotische Entstehungsgeschichte. Viel später, vor ungefähr 3,8 Milliarden Jahren, also 700 Millionen Jahre nach dem, was ich gerade beschrieben habe, da kann es womöglich, da gibt es Hinweise drauf, zu einer weiteren Instabilität im Sonnensystem gekommen sein, welche dann das sogenannte Great Bombardment ausgelöst hat. Und was ist da passiert? Eine Theorie besagt, dass Uranus und Neptun die Orbits getauscht haben. Also, dass Neptun mal näher war als Uranus. Und dass durch eine gewisse Resonanz in den Orbits der äußeren Planeten, also so viel Drehimpuls übertragen wurde auf den einen Planeten, also dann war das Neptun, dass er in einem Wendemanöver durch gravitative Wechselwirkung mit Uranus, der erst draußen war, den Orbit gewechselt hat. Also was für ein Szenario muss das gewesen sein? Also faszinierend, oder? In manchen Simulationen kommt das heraus, dass das so gewesen ist. Jetzt kam aber die Frage, was ist in Zukunft und welchen Einfluss hat der Jupiter auf die Zukunft des Sonnensystems? Der Jupiter lässt sich nicht so einfach separieren. Also das Sonnensystem besteht nicht nur aus Sonne und Jupiter, sondern auch die anderen Planeten haben Effekte aufeinander, die den Effekt des Jupiters durchaus überstrahlen können. Also es kann zum Beispiel sein, dass Venus und Erde den Orbit tauschen in vielen Milliarden Jahren. Es kann passieren, das passiert. Es gibt Papers aus den 1990er Jahren von Jacques Lascar und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die zeigen, dass in manchen Simulationen, also die inneren Planeten auch nochmal die Orbits tauschen. In manchen Simulationen passiert es auch, dass sogar Merkur, der eine hohe Exzentrizität hat, aus dem Sonnensystem sogar noch herausgeschleudert wird. Und das kommt nicht nur von dem Jupiter, sondern auch aus der Überlagerung der Gravitation von allen Planeten. Okay, eine sehr ausführliche Antwort jetzt auf eine Frage, die aber viele Sachen in sich hatte mit der Planetenmigration zum Beispiel. Frage 15, eine etwas kürzere Frage. Besteht die Möglichkeit, dass es auf Titan einen planetenweiten Ozean unter der Oberfläche gibt? Dieses Thema kam vor ungefähr 10, 15 Jahren auf, als man diese Seen auf der Oberfläche zum ersten Mal entdeckt hat. Es kommt raus, dass die Titanatmosphäre, wir haben es ja auch vorhin schon besprochen, ja die ganze Zeit abregnet. So, also es gibt die ganze Zeit in der oberen Atmosphäre, trifft die UV-Strahlung der Sonne auf diese organischen Verbindungen, macht mit denen was. Ich verpacke das jetzt mal in eine Photochemie, in dem Wort. Dabei entstehen also komplexere Verbindungen, die dann so groß werden, dass es praktisch dem Auftrieb des Luftdrucks nicht mehr standhält und dann zu Boden fällt. Also die Atmosphäre regnet die ganze Zeit nach und es evaporiert, das was auf dem Titan ankommt, evaporiert wieder. Also diese Seen aus Methan und Ethan, die evaporieren die ganze Zeit. Und jetzt ist eine interessante Sache, dass es ein Wetter gibt, also wie auf der Erde gibt es auf Titan also einen Wetterkreislauf, einen globalen Wetterkreislauf.
Und manche Modelle zeigen, dass eigentlich die ganze Flüssigkeit auf der Oberfläche, Ethan und Methan, eigentlich evaporieren und die Atmosphäre sättigen sollte. Warum ist da immer noch Flüssigkeit? Es besteht die Möglichkeit, dass es also ein unterirdisches Reservoir gibt. Und da zielt vielleicht auch die Frage hin ab. Eine Idee ist, dass es ein unterirdisch passt gar nicht. Irdisch kommt ja von Erde. Ein untertitanisches Oberflächenreservoir gibt, was die ganze Zeit das also anspeist. Und eine Möglichkeit, Hinweise dafür zu finden, ist in der Rotationsachse des Titan. Die sollte nämlich eigentlich genau senkrecht sein zu dem Orbit des Titan um den Saturn. Und es kommt raus, dass sie ein bisschen geneigt ist. Ich glaube, das ist nur so ein Grad oder so. Und die macht bestimmte Schwankungen auf einer Zeitskala von ein paar Jahren. Und diese Schwankungen der Rotationsachse des Titan lassen sich unter anderem damit erklären, dass die Oberfläche des Titan entkoppelt ist in ihrer Rotation vom Kern, was dadurch passieren kann, dass zwischen Oberfläche und Kern es so eine Art Schmiermittel gibt, so als ob der ganze Mond sozusagen die Oberfläche und Kern getrennt sind von einem Schmiermittel, von einer Flüssigkeit, und das könnte dann eben Wasser sein oder vielleicht eine Mischung zwischen Wasser und Titan und Methan. Also als Antwort auf Ihre Frage, ja, das könnte sein und es gibt sogar Hinweise darauf. Das wäre natürlich Wahnsinn. Also wenn die Oberfläche des ganzen Mondes eigentlich losgelöst wäre vom Kern, weil da nochmal so ein Kilometer dicker Puffer ist, so wie so ein Schmiermittel praktisch, auf dem die Oberfläche gleitet. Frage Nummer 16. Wow, Sie haben auch eine tolle Kondition da. Freut mich. Ist denn bei der Entstehung unseres Mondes die Synestia-Theorie, bei der die Protoerde fast vollkommen verdampft, eher wieder zu verwerfen? Ich kenne die Synestia-Theorie gar nicht. In der Frage steht ja, bei der die Protoerde fast vollkommen verdampft, eher wieder zu verwerfen. Ich würde mal so antworten, die Tatsache, dass wir da sind, zeugt davon, dass die Erde nicht verdampft ist. Ich weiß gar nicht, wie ich die Frage anders beantworten soll. Vielleicht einfach mit Ja. Okay, Frage Nummer 17. Bei 80 Monden um Jupiter stellt sich mir die Frage, wann ist eigentlich Schluss mit der Bezeichnung Mond? Ja, diese Frage stellt sich mir auch oft. Saturn, zum Vergleich, hat ja dieses riesengroße Ringsystem. Und in diesen Ringen ist es in den letzten 10, 15 Jahren gelungen, Monde, man sagt auf Englisch dann Moonlets, also Mündlein, zu finden, die in diesem Ringsystem so eine Art Spiralstruktur entstehen lassen. Und es gibt Hinweise, dass diese Moonlets eigentlich gerade im Entstehungsprozess von kleinen Monden sind. Also eine Möglichkeit besteht, dass zum Beispiel da, wo das Ringsystem ist, dass es eigentlich selber mal insgesamt ein Mond war, der durch irgendeinen Einschlag oder so zerborsten ist oder durch Gezeitenkräfte zerrissen wurde und sich dann halt zerperlt hat in seine Einzelteile. Und jetzt entstehen in diesem Ringsystem, ähnlich wie der Mond praktisch um die Erde entstanden ist, nur auf einer viel größeren Skala, entstehen jetzt sozusagen kleine Monde wieder. Und vielleicht wird das mal wieder irgendwann ein neuer kleiner Mond, kann sein. Aber wo ist der Übergang zwischen Staubkorn, Moonlet, was vielleicht ein Kilometer groß ist, und dann fertigen Mond? Ja, das ist einfach eine Frage, die können eigentlich nur Sprachphilosophen beantworten. Die Natur, die schert sich ja gar nicht so richtig um diese Schubladen, ne? Wie ich das auch schon mal an anderer Stelle benannt habe. Die Natur macht halt, was sie möchte, oder die natürlichen Vorgänge, die Kräfte wirken halt, wie sie wirken, und da kommen halt Sachen raus. Wir Menschen wollen uns jetzt darüber unterhalten. Deswegen brauchen wir dafür Begriffe. Und Begriffe haben oft so was Kategorisierendes oder Diskontinuierliches. Das suggeriert so eine Abgeschlossenheit, eine Begriffsabgeschlossenheit. Aber die Frage geht schon meiner Ansicht nach in die richtige Richtung. Eigentlich gibt es keine festen Trennungslinien zwischen Mond und Mündchen oder selbst zum Übergang zum Planeten ist es noch schwierig. Ne? Was ist eigentlich ein Mond? Was ist ein Planet? Was ist ein
Doppelplanet zum Beispiel. Wäre Pluto weiterhin als Planet kategorisiert, dann könnte man sagen, Charon ist eigentlich kein Mond, sondern eigentlich ein Doppelplanet von Pluto, weil der gemeinsame Schwerpunkt dieses Systems außerhalb der Pluto-Oberfläche ist. Ja, also es gibt fließende Übergänge in der Natur, mit denen unsere menschliche, diskontinuierliche Sprache nicht so gut umgehen kann. Frage 18. Wenn Jupiter und Saturn die Position getauscht haben, müsste das doch auch Auswirkungen auf die bereits entstandenen Monde haben. Ja, sehr guter Punkt. Den haben wir in einer unserer Studien, die wir 2015 oder 2016 veröffentlicht haben, sind wir das auch angegangen. Genau, also wenn die Planeten ihre Orbits getauscht haben, man muss jetzt streng genommen sagen, dass Saturn und Jupiter die Orbits wahrscheinlich nicht getauscht haben. Steht das an der Frage? Wenn Jupiter und Saturn die Position getauscht haben. Okay, Jupiter und Saturn haben nicht die Position getauscht. Jupiter war wahrscheinlich immer innerhalb von Saturn. Saturn ist hinterher migriert und beide sind irgendwann in eine Resonanz gekommen und dann wieder nach draußen gewandert. Aber Uranus und Neptun haben eventuell, gibt keinen Beweis, aber eventuell die Orbits getauscht. Aber bei Jupiter und Saturn immerhin könnte es heute auf den Monden vielleicht noch Überreste, Überbleibsel, also Belege dafür geben, dass die Monde um ihren jeweiligen Heimatplaneten in einer anderen Entfernung um die Sonne entstanden sind, als sie heute sind. Vielleicht lässt sich das sogar noch herausfinden. Wüsste ich jetzt, also ich bin kein Raumfahrtexperte, ich kenne mich auch mit der Messgerätetechnik, mit welchen Spektrographen da die Raumsonden fliegen, nicht so besonders gut aus, aber prinzipiell ist es vielleicht möglich, aus der Zusammensetzung der Oberflächenmaterialien der Monde vielleicht darauf zu schließen, wo im protosolaren Nebel, also in der protoplanetaren Scheibe, so in der protoplanetaren Scheibe, wo die Monde um ihre Planeten entstanden sind. Auf den Planeten selber lässt sich, also auf der Oberfläche, die haben ja keine feste Oberfläche, nicht herausfinden in dem Sinne. Frage 19. Ich glaube übrigens, ich habe noch nie so viele Fragen nach einem populärwissenschaftlichen Vortrag, geschweige denn einem wissenschaftlichen Vortrag, erhalten. Mal gucken, ob wir noch 100 schaffen heute. Frage 19. Beißt sich die Stabilisierungstheorie der Erdachse nicht mit der Tatsache, dass Merkur, Venus und Mars alle relativ anständig rotieren? Beißt sich die Theorie? Ja, das ist die Frage. Sie haben, hier ist zumindest anständig in Anführungsstrichen, denn was heißt schon anständig? Ne? Auch die Rotationsachse des Mars variiert in der Tat, also in ihrer Neigung, auf einer Zeitskala von Millionen von Jahren um mehrere 10 Grad. Also bei Mars ist das so. Der hat jetzt zufällig, wo wir Menschen gerade dazu kommen, Astronomie zu betreiben, hat er fast die gleiche Neigung wie die Erdachse gegenüber der Umlaufbahn um die Sonne. Das ist aber kosmischer Zufall. Genau wie es Zufall ist, dass der Mond scheinbar den gleichen Radius hat wie die Sonne von der Erde aus gesehen. Dabei sind die ja verschieden groß und in ganz anderen Entfernungen. Bei einer Sonnenfinsternis sehen wir, dass sie fast perfekt aufeinander passen. Die Rotationsachse des Mars ist fast die gleiche Neigung wie die der Erde, aber nur durch Zufall. Also der Mars variiert stark und die Erde nicht. Und jetzt gerade haben sie den beiden den gleichen Zeigerausschlag von, ich glaube, Mars hat auch so 25 oder 26 Grad. Ist nur Zufall. Also Mars rotiert nicht anständig. Der unterliegt genau dem Schicksal, was der Erdmond gerade der Erde vermeidet. Venus ist nochmal ein Spezialfall, die hat praktisch keine Neigung, aber die dreht sich retrograd. Die dreht sich in die entgegengesetzte Richtung. Also Venus dreht auch nicht anständig. Mars dreht sich auch nicht anständig. Und Merkur, der ist sogar in einer Rotation, man sagt Spin-Orbit-Resonanz. Also der dreht sich dreimal um sich selber, während er zweimal um die Sonne kreist. Also der ist in so einer Resonanz gefangen, wahrscheinlich weil der eine Asymmetrie in seiner Zusammensetzung, in seiner Struktur hat. Also in gewisser Weise dreht der sich nicht anständig. Venus ist retrograd, dreht sich nicht anständig. Und Mars unterliegt genau den Schwankungen, die uns untersagt sind durch den Mond. Also eigentlich könnte man sagen, dreht sich nur die Erde anständig. Bin ich mal für die Erde aufgestanden gerade eben.
Frage 20, die Frage ist also, Frage 19 ist, was ist eigentlich anständig, ne? Stellt sich ja oft im Leben. Frage 20, könnte es auch Leben auf Monden von Exoplaneten geben, die kein Begleiter eines Sterns sind und sich interstellar bewegen? Sind Sonnen zwingend erforderlich? Eine super Frage auch, über die haben wir mit Kollegen und Kolleginnen auch schon nachgedacht in den letzten Jahren. Dazu gibt es sogar die eine oder andere Studie. Also Habitability of Moons Around Free Floating Planets. Und hier kommen zum Tragen zwei Aspekte. Einmal die Möglichkeit, dass ein Stern, ein Planet und um den Planeten ein Mond entstehen und dann zum Beispiel durch gewisses Chaos zwischen den Planeten, wie wir es auch jetzt schon benannt haben, dieser spezielle Planet mit seinem Mond aus dem Sternsystem rauskatapultiert wird. Das kann passieren, ist wahrscheinlich auch im Sonnensystem passiert. Jetzt fliegt dieser Planet mit seinem Mond da irgendwo durchs Universum. Ist der Mond weiterhin bewohnbar? Anfangs vielleicht schon, aber im Laufe der Zeit, also nach wenigen Tagen, Monaten, dürfte es ja einfrieren, weil ja gar kein Sternlicht mehr da ist. Ne? Es wird dann super kalt. Eine Möglichkeit, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man den Mond warm hält. Einmal durch Gezeiten. Wenn der Mond auf seinem Orbit um den Planeten zum Beispiel in einem exzentrischen Orbit ist, dann wird der Mond weiter geheizt. Siehe Io zum Beispiel, hier links oben noch zu sehen. Ne? Allerdings, wenn es keinen anderen gravitativen Störenfried gibt, also keinen anderen Mond, das könnte ja sein. Aber wenn es keinen gibt, dann würde der Orbit irgendwann rund werden nach ein paar Millionen Jahren und die Gezeitenreibung würde vergehen. Aber wenn jetzt zum Beispiel Jupiter mit seinen vier Monden aus dem Sonnensystem rauskatapultiert werden würde, dann würde es auf Io auch ein bisschen kälter werden, aber der Nullpunkt der Temperatur würde nicht erreicht werden durch die Gezeitenreibung. Und Ios Orbit bleibt exzentrisch, weil die anderen Monde gravitativ mit Io wechselwirken. Also in gewissen Konstellationen könnte man auf der Oberfläche von Exomonden so Oberflächenwasser auch, sagt man, flüssig halten, wenn es ausreichend viele andere Monde gibt. Allerdings wäre es halt dunkel. Ne? So, das ist ein Kanal, eine Möglichkeit, den ich gerade besprechen wollte. Die zweite Möglichkeit ist, wenn der Planet selber noch jung ist und so eine rauskatapultieren kann ja durchaus in der Frühgeschichte von so Planetensystemen entstehen, dann ist der Planet selber noch warm. Und wenn der Planet sehr massiv ist, also bis zu 10-mal so schwer wie Jupiter, dann kann der Planet selber für viele Millionen, vielleicht hunderte von Millionen Jahren heiß sein, vielleicht an die 1000 Grad heiß, naja, vielleicht so 800 Kelvin heiß. Und dann kann der seine Monde, wenn die nur nah genug sind, auch für ein paar Millionen, 100 Millionen Jahre auch bestrahlen, sodass der Planet sozusagen die Funktion der Sonne übernimmt. Allerdings im Infraroten, nicht im sichtbaren Bereich. Aber für eine Evolution von Milliarden von Jahren dürfte auch das nicht ausreichen. Also, lange Antwort, lange Rede, kurzer Sinn. In bestimmten Spezialfällen kann ich mir vorstellen, dass solche Monde um herauskatapultierte Planeten auch eine Zeit lang oder zumindest lokal episodisch so bewohnbar sind. Aber wahrscheinlich nicht global für Milliarden von Jahren. Frage 21. Charon hat eine rote Kappe. Warum? Ich gehe mal zurück. nächste Frage. Wenn ich es umdrehe, hat er rote Schuhe, ne? Warum ist es rot? Was wir überhaupt sehen, worüber ich jetzt zumindest halbwegs fachwissenschaftlich reden kann, ist, dass ja Charons Gesicht sozusagen zweigeteilt ist, ne? Wir sehen einmal so eine zerklüftete, in dem Fall jetzt hier Nordhalbkugel, und eine glattere Südhalbkugel. Das mag daher kommen, dass auf der Südhalbkugel, nachdem der Mond entstanden war, noch einmal etwas passiert ist, dass diese fast die gesamte Hemisphäre geschmolzen hat, sodass Unebenheiten ausgeglättet wurden. Allerdings ist das noch nicht, das ist nicht in jüngster Zeit passiert, sondern es muss schon lange her sein. Warum? Ich sehe das, weil da auch viele Krater sind. Und Krater sind vor allen Dingen in der Frühgeschichte des Sonnensystems entstanden. So, das muss früh passiert sein. Warum da jetzt oben rot ist, naja, ist halt irgendeine andere Zusammensetzung. Die Oberflächenmaterialien haben irgendeine andere Zusammensetzung. Welches Material das jetzt im Genauen ist und warum ausgerechnet da, weiß ich nicht, tut mir leid. Frage 22. Warum dreht sich Venus so langsam und falsch herum?
Diese Frage wurde erst ausführlich beantwortet im letzten Jahrzehnt, meines Wissens nach. Ich habe da ein, zwei Artikel drüber gelesen. Und die Antwort liegt in Gezeitenkräften, die von der Sonne auf die Venus wirken. Und zwar genau genommen, Achtung, auf die Venus-Atmosphäre. Die ist nämlich so dicht und massiv. Also der Oberflächendruck ist, glaube ich, an die 100 Bar. Und sie besteht vor allen Dingen aus Kohlendioxid im Übrigen, sodass, ne, starkes Treibhausgas, die Oberflächentemperatur 500 Grad ist, global. Und die Atmosphäre ist so schwer und dicht, dass sie eigentlich wie eine Art Fluid oder also Flüssigkeit halt betrachtet werden kann. Und die Gezeitenkräfte der Sonne auf die Venus, in dem Fall Venus-Atmosphäre, sind stärker, weil die Venus ja näher an der Sonne dran ist als die Erde. Und die Gezeitenkräfte, die gehen anders als die Gravitationskraft oder anders als der Strahlungsfluss, gehen die mit einer höheren Potenz des Radius, also Radius im Sinne von radialen Abstand. Die Potenz ist, glaube ich, sowas wie eine 5, während ja Strahlungsfluss und Gravitationskraft mit 1 durch R Quadrat gehen, geht die Gezeitenkraft mit 1 durch Abstand hoch 5 oder 5,5 oder so. Das heißt, wenn ich von einer astronomischen Einheit zu 0,72 astronomischen Einheit gehe, wo die Venus ist, dann wird die Gravitationskraft, die auf die Atmosphäre wirkt, um den Faktor, naja, 1 durch 0,72 hoch 5. Warte mal, ich habe hier mal so ein Terminal. Mal eben aufmachen, so, da bist du. AltPython, aufmachen. 1 geteilt durch 0,72 hoch 5 ist ein Faktor 5, ist gar nicht so viel. Aber dadurch, dass die Venus also ein bisschen näher ist an der Sonne, sind die Gezeitenkräfte gleich um Fünffaches höher. Und dann ist dazu noch die Atmosphäre der Venus so viel dichter, sodass also die Sonnengravitation einen Effekt hat auf die Venusatmosphäre. Und je nach Anfangsbedingungen, das zeigen Simulationen, kann die Venus in einer Rotationsresonanz gefangen werden, die 1 zu 1 ist, so wie der Erdmond der Erde immer die gleiche Hemisphäre zuzeigt, hätte es passieren können, dass die Venus in so einem 1 zu 1 Face-on Gezeiten, sagt man, Tidal Locking, also Gezeiten Festschluss, irgendwie Festschluss, ja, fällt mir kein besseres Wort auf Deutsch ein, hätte gefangen werden können. Oder es gibt auch 1 zu 2 Resonanzen. Bei Merkur ist es dann 3 zu 2. Oder es gibt so verschiedene Möglichkeiten, wie die Venus in einer retrograden Rotation gefangen bleibt. Und auch da gibt es übrigens, und ich weiß den Wert nicht genau auswendig, eine Resonanz mit dem Erdorbit. Ich müsste jetzt auch nochmal die Literatur bemühen oder ein paar Zahlen hin und her schieben. Es gibt eine Resonanz zwischen der Venus-Rotation und dem Erdorbit, was nahelegt, dass da auch eine Wechselwirkung tatsächlich stattfindet. Also dann zwischen Sonne, Venus und Erde. Okay, Frage 23. Wenn die Sonne in 5 Milliarden Jahren zum roten Riesen wird, hat einer der Planeten eine Chance, das zu überleben? Also die Gasplaneten werden wahrscheinlich überleben. Merkur und Venus auf jeden Fall nicht. Und die Erde zumindest langfristig nicht, weil die wahrscheinlich durch die Reibung in den äußeren Gashüllen des roten Riesen dann Drehimpuls verliert und in den dann entstehenden weißen Zwerg reinfällt. Wie es sich mit Mars verhält, da sind die Unsicherheiten einfach zu groß. Also man weiß einfach nicht exakt genau, wie die Sonne dann halt also zum roten Riesen, zum weißen Zwerg wird. Es hängt einfach davon ab, wie es wird. Könnte man messen, wenn man messen könnte, müssen wir halt 5 Milliarden Jahre warten. Aber vorhersagen lässt sich das für den Mars speziell nicht. Die Gasplaneten weiter draußen dürften aber überleben. Sie dürften allerdings ihre Orbits verändern. Die Sonne wird ja auf dem Weg zum roten Riesen Masse verlieren und als weißer Zwerg mit vielleicht 0,6 Sonnenmassen dann enden. Und wenn das Zentralobjekt weniger Masse hat, dann werden wahrscheinlich die Orbits der Gasplaneten weiter werden. Ja, während die inneren beiden Planeten, wahrscheinlich auch die Erde, in den weißen Zwerg reinknallen. Keine weiteren Fragen, schreibt Caroline. Toll, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Wenn keine weiteren Fragen sind, würde ich fast sagen, dass ich mich hiermit verabschiede.
jetzt mir noch einen schönen Tee mache und mich dann zurückziehe. Und ich empfehle Ihnen nochmal, nächste Woche Dienstag reinzuschauen, wenn es dann also einen Vortrag gibt über das Data Release 3 von der Gaia-Mission. Und dann verabschiede ich mich und sende schöne Grüße nach Heidelberg und ins Internet. Auf Wiedersehen.